Herzlich willkommen, Kapitän, Kapitän bei Wilder Warship. Ihr seht schon ja den Pera Heinrich. Genau, es ist das Azulan-Event. Endlich ist es drinne. Natürlich, ja, wir zeigen auch die Schiffe. Also mal die Schiffe, die Heinrich und die Schächer. Mal gucken. Also das Ding soll relativ kacke sein. Also wurde als kacke abgestempelt. Mal gucken. Und dazu zusätzlich gibt es ja auch die Kapitäne zusätzlich auch noch. Und ja, also... Es gibt auch Tarnung und mir fehlt persönlich auch die Colorado-Kapitänin. Die fehlt mir und natürlich mir fehlen zusätzlich auch noch die Premium-Tarnung auch für die Schiffe. Und der liebe Rainbow ist auch da. Hallo. Hallo. Natürlich, Rainbow, hast du eins von diesen netten Damen oder Schiffe mal gekauft? Oh, nee, ich hab. Wenn ich da mal was habe, dann höchstens so Kapitän, aber die habe ich mir nur so. Ja, gezogen, ja. Feuer spielt, mehr auch nicht. Also, es gibt auch ein Auftragskette, auch für, du kannst die Dunkirk-Tarnung. Achso, hast du schon? Ja. Ja, also wir gehen jetzt zur Waffenkammer. Es gibt einen Feldzug. Also ihr könnt hier, das ist der Feldzug, die Abenteuer. Und ihr könnt die kompletten Feldzug, die alle Aufträge einfach alle anklicken. Macht rein theoretisch null Sinn. Ich weiß nicht, warum das alles anklicken kannst. Sonst war es so immer, du musst den Auftrag zu Ende machen, dann kannst du den nächsten Feldzug machen. Du kannst im Grunde alles anklicken, was es geht. Und danach hast du die Tarnung ja zusätzlich für die Dunkirk. Und einmal kriegst du die nette Kapitäne ja auch. Also ist, kann man sagen, relativ sehr cool. Und naja, also besetzt, ich habe mir die Premium-Schiffe, kam Webseite, also, geil. Die Webseite ist nicht verfügbar. Geil. Waffenkabel ist abgekackt. Cool. Mein ganze Warship Cleanout ist komplett abgekackt. Ich kann nicht mal Fenster rausgehen. Ich muss gerade neu starten machen. Yay, cool. Oh, welch ein Anfang. Ja, alles klar. Beenden. So, kurzen Weise einen schwarzen Bildschirm. Kein Problem. Klick. Ist ein bisschen gerade kacke. Aber naja. Ist halt so. Es kann man. Also zurzeit ist wie relativ viel mit Bug. Ah, Bildstar. So, jetzt gehen wir nochmal rein, um in unsere normale Waffenkammer reinzugehen. Also, das ist mir zurzeit öfters passiert, mir der Waffenkammer-Browser, der Waffenkammer im Game einfach mir komplett abgekackt ist. Also, nicht abgekackt, sondern direkt nicht den Server, irgendwie die, was man gerne haben möchte, nicht finden konnte. Oder teilweise hier Webseite sich anmelden. Hey! Also, zurzeit ist Waffenkammer irgendwie ziemlich sehr verbuggt. Keine Ahnung warum, weshalb. Ich weiß es nicht. So, wie gesagt, hier ist die Auftragsreihe, könnt ihr abschließen. Kann ich es nochmal, kann ich es eigentlich mal sehen. Meistens bei Neustart funktioniert der Waffenkammer danach. Keine Ahnung, warum der Feldzug hier bis am Rumzicken ist. Am LAN. Also anscheinend will die Waffenkammer mir das nicht anzeigen lassen. Weil das letzte Mal, wo ich drin war, plopp, war die Auftragsreihe sofort zu haben. Yeah! Webserver ist nicht verfügbar. Geil, cool. Ah, okay. Der Auftrag so die Abenteuer von Azulan ist verbuggt. Ich kann das Spiel wieder crashen. Cool. Irgendwas stimmt mir mit den Waffenkammer, mit den Abenteuern nicht. Es ist irgendwie ein riesen Bug drin. Also ist schon das. Schon wieder abgestürzt. Das ist eigentlich ein bisschen lächerlich gerade. Also durch die Mods könnten wir höchstens eventuell vorstellen. Aber das eine Mal war ich drin gewesen und ich konnte den Auftrag annehmen. Ist ein bisschen merkwürdig, warum das jetzt noch auf einmal jedes Mal abstürzt. Heute hatte ich überhaupt kein Problem mehr. Nee, eigentlich so. Meistens so bei Neustart funktioniert der Waffenkammer, aber bei den Abenteuer kann ich mir die Auftragsreihe nicht annehmen, weil das sofort abkackt. Also irgendwas stimmt nicht mehr mit Waffenkammer wieder nicht. Ja, da bin ich froh, dass ich gestern mir alle vier Aserlebensaufträge schon abgeholt habe. Wie gesagt, das ist der Auftragskette für Azulan. Kannst du bei dir mal gucken, die Abenteuer das abrufen kannst oder hast du alle Aufträge schon angenommen?
Oh, ich habe die schon alle angenommen. Kannst du trotzdem mal reingehen und das mal angucken, dass bei dir auch abstürzt oder sofort sichtbar ist? Also ich will es Also, nee. nicht nochmal probieren, sonst muss ich das sehen. Deswegen hier sind die netten. Bei mir ist kein Absturz passiert. Ja, bist du drinne? Ja. Ja, cool, bei mir ist er schon zweimal abgestürzt. Keine Ahnung warum. Hier haben wir die netten Damen, das sind die drei neue sind. Wir können ja die beiden, das sind ja die Pakete. Oder ihr holt die Schiffe einzeln. Aber wenn ihr relativ sammlungsfliegt seid, es ist leider, ich meine, bei den Schiff ist glaube keine Dings dabei. Keine hier, wie heißt das? Flagge. Andenkensflagge. Ist glaube ich hier bei dem Paket, glaube ich, nicht enthalten. Kann das sein? Wenn man das in Waffenkammer kauft? Ich meine, ich glaube eher nicht. Schiff, Hafenstellplatz, Bonus, ne. Also Andenksflagge ist nicht drin. Also wenn ihr Andenksflagge haben möchtet, müsst ihr direkt nicht hier einen Shop kaufen, hier nicht hier Ingame-Shop in Spiel, sondern direkt auf den Wargaming-Shop sein. Da könnt ihr die Andenks... Doch, kannst du echt die kaufen. Sind doch hier vorhanden. Ja, die kannst du nicht. Aber natürlich in großem Paket. Also in großem Paket könnt ihr Andex-Flagge bekommen und hier bei den kleinen Paketen natürlich nicht. Also wenn ihr Andex-Flagge haben würdet, müsst ihr natürlich das große Paket kaufen. Und die kosten relativ Asche. Bitte, wenn ihr den Paket hier, großen Paket kaufen möchtet, auf der Homepage-Seite von Wargaming gibt es Coupons dafür. Ihr habt zwei Coupons und könnt ihr ein bisschen reduziert diesen Sachen einkaufen. Aber nicht, wie gesagt, nicht in diesem Spiel, also nicht im Warship Cleanout, sondern direkt auf dem Wargaming-Shop-Seite. Da habt ihr zwei Coupons und die könnt ihr einsetzen. Aber die haben glaube ich, zwei Tage haben die nur. Danach ist der Coupon komplett abgelaufen. Ihr habt nur glaube ich, also wo ihr das Video seht, ist schon eigentlich schon, wo wir aufnehmen, schon Samstag. Also ich glaube, Sonntag ist es schon abgelaufen. Das heißt, Montag könnt ihr Coupon nicht mal nutzen. Das heißt, wenn die Leute das schon haben möchten, haben das. So, wie gesagt, oder ihr holt hier die Schiffe zusätzlich noch. Oder es gibt, wenn ihr die Sammlung nicht holt, gibt es nur noch drei Sammlungsstücke noch. Und da könnt ihr noch die Sammlung fertig machen, bekommt ihr zusätzlich noch einen Kapitän. Und ja, also, wie gesagt, ist alles nicht. Also, wie gesagt, die beiden netten Damen habe ich. Deswegen will ich mir noch die Colorado-Kartanung finden. Also, meine Colorado-Kapitäne finden wir noch. Und für die, schon nochmal, es gibt Schiffe auch. Die permanente Schiffe, sagen wir mal, wir haben hier die Roma, Soli haben wir und die Neptun, das sind ja die drei permanente Tarnung für die beiden Schiffen. Und natürlich ja, die anderen Schiffen haben auch alle permanente Tarnung, aber die meisten habt ihr, wenn ihr die alle habt, wenn ihr die Tarnung habt, bekommt ihr als Vergütung natürlich Doppelung 2500 bekommt ihr, weil ich habe alle Tarnung von den beiden Schiffen, das heißt, wenn ich die eins von die Tarnung ziehe, bekomme ich als Vergütung natürlich die Doppelung dafür. Ich möchte gerne die Rune und die Zoologie gerne haben und den Neptun-Tarnung. Also die beiden Tarnungen finde ich persönlich sehr schick. Besonders die Rune-Tarnung gefällt mir richtig. Mal gucken, wie teuer sind die eigentlich? 75. es sind nur... Ja, es ist über Hälfte, über meine Hälfte. Bisschen Hälfte fehlt mir. So. Ein Paket habe ich ja schon geholt. Wir haben ja, wie gesagt, wir haben hier, das sind hier die Pakete alle und wir kaufen mal. Und mal gucken, Rainbow, kannst mal raten, ab welchem Paket die drei neue Tarnung bekommen habe. Also wir fangen mit wir müssen von 0 an, da haben wir erstmal den Standardwert. Jupp, ich bin ja natürlich 18, klick. Immer noch nicht. Also jetzt mal, aber bitte nicht vergessen, was ich hier mache persönlich ist Gamble. Also ihr könnt richtig Pech haben und die 900 Tarnung sind irgendwo ganz hinten von den ganzen Reiter hier hinten. Also hier ist wirklich extremes Glücksspiel. Also wie gesagt, ich habe die Duplon, weil ich habe die beiden großen Pakete gekauft und zusätzlich, ich habe die Schiffe schon, außer die zwei, die besitze ich nicht. Also die habe ich vorher nicht besitzt und durch das Kaufen habe ich natürlich Duplon bekommen durch die Tarnung und zusätzlich noch durch die Schiffe noch. Deswegen habe ich so viel Duplon. Mal gucken. Immer noch nicht? Also ich habe immer noch die ganzen zusätzlich noch. Kriege ich hier noch einen netten Bonus ja nur noch zusätzlich noch. Also die blauen kriege ich hier. Blauen finde ich ganz gut. Oh, Roma! Im Paket 6 habe ich bekommen. Geil. Oh, also die Roma-Tarnung, die Runentarnung,
Die Roma, die Runentarnung ist sehr schick, finde ich persönlich. Sehr schlicht gehalten und nicht so extrem wie sonst andere Tarnung. Aber ich finde die Runentarnung sehr schön. Also die Runentarnung ab Paket 6 schon mal. Das ist schon mal ganz gut. Zack. Wieder okay. Zusätzlich kriegen wir ja noch Dings hier. Bonuspakete, also die blauen, grünen sind, finde ich okay. Schwarzen sind eher Crepe. Belfast-Tarnung, die Belfast besitze ich ja die Tarnung. Kriegst du jetzt ja dann natürlich Dublonen. Und hier Vergütung 2500 Dublonen. Grunde habe ich wieder Plus gemacht. Yay! Yeah. Das ist ein Vorteil, wenn man Tarnung besitzt. Aber wie gesagt, ich habe die Tarnung persönlich auch alle und ich kann mir, wenn ich die Tarnung alle ziehe, kriege ich auch. Ich habe die Dunkirk-Tarnung, besitze ich auch natürlich. Da habe ich wieder Vergütung wieder bekommen. Die Franzosen-Tarnung habe ich jetzt. Fehlt mir noch die Neptun-Tarnung. War Paket 13 war es drin gewesen. Geil. Also, wie gesagt, mir fehlt nur noch die Neptun-Tarnung und dann wäre ich durch. Mal gucken, was meinst du? Wann habe ich die Neptun-Tarnung? Wie gesagt, da kannst du Glück haben oder kannst du Pech haben. Ja. Und wer kommt nach wenigen Paketen oder doch bei den letzten? Kann gut möglich sein. Also zusätzlich, was ich habe, sind ja auch vollständige Verbrauchsmaterialien. Ich kriege auch die ganzen Bonis und Pakete auch, ist nicht schlecht. Also jetzt wird es dann langsam kriminell. Aber was ich mache, ist wirklich extreme Gambeln hier gerade. Ich ziehe ganz die scheiß Pakete nur. Die Shukaku-Tarnung besitze ich schon, da kriege ich dann natürlich Vergünstigung. Zack, wieder Plus gemacht. Ja, immer sind die Pakete immer alle durch und dann kriege ich nur noch die permanente Tarnung nur noch. Jupp. Oh, Neptun! Neptun habe ich jetzt. Juhu, in Paket 29. 29, ja, nee, ist klar. Zack. Jetzt habe ich, kann man sagen, die neuen Premium-Tarnung besitze ich jetzt. Ich könnte jetzt weitermachen und hier mir die Pakete voll machen und zusätzlich noch die ganzen Premium-Tarnungen jetzt alle abgreifen. Aber persönlich reichen mir die jetzt. So, jetzt bin ich, sag mal, ich habe jetzt die Tarnung, was ich besitze. Jetzt will ich noch die Container kaufen für die Colorado. Also wenn ihr die Premium-Kapitäne habt, ihr habt eine Chance von 32%, um die zu ziehen. Natürlich ist das relativ gut. Ich kaufe mal 5 Stück mal. Also in 5 Stück musste die Kapitän ja drin sein. Deswegen. Mal gucken. Also ich denke mal, in 5 Kapitänen können es drin sein. So. Zack. Und da ist die schon mal in Essen Paket schon mal. Das ist schon ein guter Anfang. Natürlich ja die Zarentarnung. Ist nur eine optische Verschönung und das war es hauptsächlich. So, wir machen jetzt mal alle auf. Na, okay. Und ich habe hier also 3 Kapitäne wieder zusätzlich wieder. Und natürlich hier wieder Kapitäns im Bonus drauf. So, die Colorado-Kapitäne habe ich jetzt auch. Wir spielen jetzt hier Pier Heinrich und dann wechseln wir mal gucken. Also, ein paar Runden fahren wir mit dem Schiff. Heinrich war eher nüchtern ein bisschen. Wir haben uns vergessen, uns einzuladen. Da gibt es mir gerade eine Einladung. Rainbow? Ah, danke. Jo. So, natürlich hören wir die Kapitänin, die nette Dame an. Die Dame könnt ihr hier bei hier eine Einstellung nur unter Ton. Unter Ton findet ihr die Stimmen. Warte mal, stand mal Stimmen. Okay. Ton. Ich war doch unter Ton. Oder bin ich hier völlig? Fixe Musik. Oder bin ich hier gerade komplett? Ich war doch eigentlich unter Ton noch untergestuft. Ah, ja, ist da, hier unten. Hier bei VoiceOver
ja, wir waren ein bisschen blind gewesen. Das sind hier alles, was ich hier sehe, die Kann-Call, das sind Mods, also diese Mods-Stimmen. Das sind eigentlich nicht offizielle Worship-Stimmen, also das sind Mods. Also ab hier, national, fangen hier die offizielle Stimmen hier an. So, wir sagen, erweitert. Ich glaube, erweitert ist, glaube ich, im Grunde alles. Weil sonst, ja, ich glaube, das ist Erweiterung, ist, glaube ich, für alle, alles, glaube ich. So, mache ich mal auf Erweiterung. Annehmen. So. Also natürlich fahren wir ein deutsches Schiff. Persönlich, wie man es singen könnte. Wir haben ja Ladezeit. Ja, persönlich auch. Wir gucken das Schiff uns erstmal auch ein bisschen genauer optisch an. Also optisch sieht das Ding extrem sehr hübsch aus. Benutzt besonders das Ehrenblatt hier vorne auf dem Turm. Ist einfach richtig gut in Szene gesetzt. Und was mir auffällt, sind die Verzierungen hier in der hinteren Teil von dem Schiff, der hinten Bug. Das ist, wo ich das gesehen habe, sieht eigentlich ein bisschen merkwürdig aus. Also das hast du bei den anderen Schiff, bei den Heinrich auch nicht. Das ist der hier. Okay. Also, so sieht das eigentlich der Schiff eigentlich optimal. So sieht das eigentlich das normal aus. Also hier sieht das mal auf dem Deck eigentlich nicht so wirklich so aus. So. Also optisch Tarnung finde ich relativ schön gehalten. Also mir gefällt die Tarnung. Aber besonders hier hinten, das Schleier, was das hier ist, was so auf dem Deck ist, und die Abtrennung hier. Sieht das wieder echt aus, wie das Schiff hier trennen würde. Aber den Ehrenplatz-Logo sieht einfach richtig hübsch in Szene aus. Schade, dass ich ihn nicht anders sehen kann. Mit der Kamera vorne kann man nicht. Ach, schade. Schade. Dann müssen wir das so sehen. Aber sieht optisch sehr schön aus. Natürlich ist das ein Premium-Schiff. Natürlich benutzen wir auch die Premium-Inhalte auch. Ich habe mir persönlich noch ein paar Sachen hier verkauft. Also die grauen Bonus habe ich ein bisschen etwas verscherbelt. Ein bisschen etwas Plus habe. So. Tarnung, also mal einbaut natürlich. Ist ein deutsches Schiff. Also persönlich Torpedos. Ja, 2x4. Ich gehe persönlich hier auf die Sekundäre, die etwas länger etwas leben und die Flugabwehr auch. Wir haben Hydrofon. Ich gehe hier auf links, Schankbegrenzungssystem. Hier viele sagen, ja, Secondary ist geil. Ja, ist cool. Ich glaube, ich meine auf den Schiff. Habe ich das eigentlich auch hier? Genau, ich glaube, Standardwert mit Kapitän Skill kommt hier auf. Ich glaube, wir haben hier 8,3. Also ich glaube, 9 Dreh kommen wir drauf. Na komm, ich führe mal komplett auf den Secondary und dann wechsle ich mal um auf Hauptbatterie wieder. Weil persönlich gefällt mir das besser. Und natürlich Schadensbegrenzungsteam. Natürlich sind Türen ein deutsches Schiff. So, Skillung. Es ist ja typisch deutsche Skillung. Hier ist es so maximal ein bisschen auf Überlebensskillen. Wir haben hier natürlich Brandschutz, ja, plus 1, ja. Also, Kriegerzündung wird hier nicht empfohlen. Warum das denn nicht? 26, 38. Boah, okay. Abwachschancen haben wir 5%. Ja, komm, machen wir das mal so. Wir nehmen Elite-Schütze. Wachsamkeit. Torpedoschutz wird erhöht. Okay. Wow. Auf 28. Ja, nee, ist klar. Ja. Ich würde persönlich noch genau Grundlage Überlebensfähigkeit und noch Tarnungsskillen. Persönlich würde ich jetzt noch 3 Punkte reinknallen noch. Die Secondary auch richtig nutzbar sind. Hier brauche ich 4 Punkte. Genau. Insgesamt brauche ich in Stufe, ich brauche 3, 17er Kapitän. Boah. Das ist aber richtig toll. Und zack, und so sind die Punkte schon mal wieder weg. Zack. So,
flangenmäßig. Ne, Flangen habe ich noch gar nichts drauf. Das, das, das. Hydro. Secondary. Genau, Secondary haben wir jetzt Wert von 9,5. Ist eigentlich schon ein ganz ordentlicher Wert. Und Luftabwehr. Wir haben hier noch ein Pönkchen. Amtsschutz. Ja, genau. Und nur noch das. Also so würde ich persönlich, falls ihr die Secondary so, boah, Secondary, das Schiff trifft nicht so wirklich. Natürlich geht ihr auf 10 Modifikationen. Also ich bin mit der Secondary hier komplett weggegangen. So. Natürlich auch, wenn ihr das große Paket kauft, bekommt ihr auch eine Andingsflagge. Wenn ihr dann natürlich das kleine holt, ja, ist die Flagge nicht enthalten. Also das ist die Flagge dazu noch. Oh, die Flaggen sind auch noch zusätzlich nur beschriftet noch. Ui. Also die Flaggen sind, da haben wir zusätzlich auch noch eine kleine Story noch. Also Story nicht, aber so eine kleine Hintergrundgeschichte. Also es ist mal cool. Also ich bin nicht so nie drauf eingegangen. Du spielst Z39, ui. Ja, mal sagen, let's do that. Rein ins Gefecht. Mal gucken, also wie gesagt, wir spielen das in ein paar Runden. Mal gucken. Also ich hoffe, wir erwischen relativ guten Runden. So, also T9 würde ich eher nicht so wenig nicht haben. Aber wenn du schon so anfängst. Ah, okay. Gegnerteam haben auch eine. Auch nicht schlecht. Oh, und das Normale. Ja, stimmt. Aber ich bin nicht in Divi. Und zwei U-Boote. Ja, nee, ist klar. Drei Zerstörer, zwei U-Boote und ein CV. Juhu! Geil! B-Q-Sorkokan, Prinz Heinrich! Minna, yoroshiku! Bin zwei tief sehr leise. Lautstärke, sie ist auf 100! Funkspruch, okay. Bei welchem Cap? Rainbow? Ich gucke erstmal so bei LP. Okay. Minna, ich soll nicht gambaro! Tekinan, die Atasiga, Buttobaschau, jo! Vielen Dank, Captain! So, okay, du willst Richtung Mitte. Okay, ich fahre Richtung A. Okay. Also wir kennen ja das Schiff ja bei normalen Forschungszweig hier. Also macht doch schon das Ding mal. Ja. Also das macht eigentlich. Also sieht echt nice aus. Also ich bin gespannt, wann die Bitsberger eine so eine coole Tarnung bekommt. Deswegen. Also die Bismarck-Kapitäne gibt's ja schon. Aber keine permanente Tarnung wie die Bismarck. Oder eine weitere Premium-Schiff von den Tirpitz. Tirpitz gibt es ja auch noch. Ja. Tirpitz ist ja, guck mal, sind beide eigentlich die Schwestern, ja. Also Premium-Bismarck, also das wäre echt makaber. Aber also unwahrscheinlich ist es ja nicht. Deswegen. Boah, das wäre echt so cool. So Premium-Bismarck, etwas genauer Sigma-Wert. Also das wäre richtig cool. Das wär richtig nice. Und dazu zusätzlich noch die ganzen Werten hier. Was ich persönlich brauche alles. So. Also cool, also Bismarck Premium als Premium-Schiff. Zwar, das wäre echt cool. Also, wir haben ungefähr, was haben wir? Bei den Stream haben wir gesagt, ungefähr ein Viertel haben wir erst geschafft. Also insgesamt gibt es bei, also ich spiele auch Asylen so auf dem Handy persönlich auch. Und
Da habe ich ungefähr knapp über fast 700 Schiffe, also mal 700 Charaktere auf meinem Account. Also das ist extrem viel. Und zusätzlich komme ich jedes Jahr mehr. Ich weiß nicht, wie viele Charaktere, also Schiffsdamen, noch kommt für das Handyspiel. Also das ist Wahnsinn. Es gibt jetzt sie haben das wieder zwei zusätzlich. Es gibt hier, also es ist sehr viel. So, das ist doch der normale schon mal. Soll ich gleich mal den normalen gleich mal einen guten Tag wünschen? Oh, ist unsichtbar. Reichweite ist ja klar, ist nicht der Overkühler. Boah, was für eine Streuung. Ui. Ui, und. Zwei Overpins. Ist nicht schön, aber naja. So. Ja. Okay. Na Gott. Also hier sind anscheinend sehr viele. Zack. Und oh. Ah ja. Oh, gleich abgefackelt. Neues. Aber sehr, das ist keine Zitadelle getroffen. Also die Dame tritt gerade herab, hauptsächlich wegen die Torpedos. Schade. Also Ube ist weg, also ist schon mal die Beseitigung schon mal hinüber. So, das Problem ist ja der Zerstörer. Oh, schön, 25k gedrückt. Also der ist gerade ein bisschen, glaube ich, etwas nicht so wirklich begeistert. Na, Scheiße. Nee, hätte er da nicht fahren dürfen. Also ich nutze gerade nebenbei noch den Nebel aus, was der Zerstörer hier hingesetzt hat. Ja. Weil die andere Seite ist auch komplett gefallen. Hm. Oh, bei mir war kein Problem, aber dann so dann direkt von da an, hätte ich eigentlich anders fahren müssen. Oh, das war denn. Habe ich mir einen richtigen Mist zusammengespielt. Ja, du warst auch komplett in der Mitte auch alleine gewesen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er auch wirklich da so durchfährt, der normale Heinrich. Ja. Wenn da kein Widerstand ist, warum nicht? Der schießt halt. Hi. Okay. Oh, falsche Taste. Also diese andere Seite ist komplett gefallen. Ich frage mich gerade, was haben die gerade auf dieser Seite überhaupt gemacht? Ja, sich radieren lassen. Naja. Scheiße. Oh, ja, das war auch nicht gemerkt. Wie einer nach den anderen wegstirbt, als würden die wie Fliegen sterben. Ja. Ja, das ist schon mal ganz gut.
Der nächste Metall-Spam. Okay, ja, ich will dran. Oh, instant. Hat jetzt ein, der Asolin Heinrich hat meine. Ja, einen Kreuzer gemacht. Ja. Aber ich hab Vorteil, ich bin nicht schneller mit Nachladen. Also ich weiß nicht, warum der mit Hai rumgespammt hat. Das Problem ist der blöde Britenflugzeug. Hab noch nicht schaffen, noch nicht schaffen. Ach, Scheiße, Ja, unser CV gibt mir aber nicht mal Backup, noch nicht mal. Boing. Boing. Ich will nichts aufmachen gegen den Attack. Ja, das ist gerade ein bisschen belastend. Also, ich habe noch nicht mal Jägerfeld noch nicht mal gesehen von ihm. Ich bin erst darauf gespottet, das ist nur noch unangenehmer. So, da haben wir unsere Jungs irgendwie gefühlt gerade alles sich weggeschmissen. Bin ich schon wieder gespottet? Ah, von okay, alles klar. Ah, verstehe. Ah, okay, der hat schon Topf geschmissen. Das ist gut. Hey. Was musste echt der mir und müssen die ich mich aus Mitte spawnen? Eieiei. Ich hab echt keine Ahnung, was die da drüben gemacht haben. Ich auch nicht. Leute, der andere steht genauso. Da wird ich schon reindrehen. Na, jetzt kommt ja Rito schon wieder, aber Alter. Nahkampfexperte, neues. Alter, ich sehe eine volle Fiji, volle Bayern. What the hell, was ist da passiert? Warum sind die noch voll? Keine Ahnung. Also ich mache nur noch hier meinen Damage nur noch. Das ist das Einzige, was ich gerade machen kann. Ja, das CV kann machen, was er will. Ich kriege noch nicht mal Backup von uns und CV noch nicht mal. Das ist gerade echt beschissen. Ich habe schon links bekommen schon. Oh, alles klar. Jo. Ah, noch zieht er erwischt. Also ich habe keine Ahnung, was unsere Mates da drüben gemacht haben. Also wir waren eigentlich hier auf unserer Seite komplett Unterzahl. Also ich glaube, der Ranger ist kompletter Anfänger. Der hat null Gigafeld gesetzt. Null.
Also ich weiß nicht, was uns in Nakato gemacht ist, auch irgendwie Gürinzen gestorben. Also wenn ich schon als Siebener, also als Top-Tier-Chef schon Großkaliber gemacht habe, dann muss unser Team wirklich nicht der gerade nicht der Oberkühler gewesen sein. Also der CV hatte die Situation natürlich ausgenutzt und mich einfach abgefahren hauptsächlich. Naja. Also performen tut das Ding ganz gut, würde ich sagen. Natürlich, ja, bei zwei U-Booten und Restzerstörer und noch CV. Es ist ja klar, für ein Schlachtschiff ist das viel zu viel. Also die Zerstörer U-Boote müssen reduzieren. Also das waren insgesamt 5 Selbstschiffe. Nee, ich glaube, was... Doch. Nee, nicht 5, sondern 5 Selbstschiffe und die CV. 6 Stellschiffe in eine Runde. Das ist viel zu viel. Du wirst von U-Boot gespottet, von Zerstörer gespottet und noch von den CV. Wie willst du als Schlachtschiffspieler ob das noch kontern? Das geht ja fast gar nicht. Also das ist extrem viel. Du kannst weitermachen. Also wie du gestorben bist, war auch ziemlich sehr blöd. Aber diese trotzdem, falls wir die Seite gewonnen hätten, ja, wenn die alle auf rüberkommen, wenn ich gesehen habe, volle Beine, volle Fidschi, also da haben unsere Leute auf die andere Seite nichts hinbekommen, ja. Oh. Ja, jetzt sehen wir mal, was das Ding hier auf T9 machen kann. Alter, 4 Zerstörer. Also zur Zeit sind die Zerstörer extrem anstrengend zu spielen. Ich sehe teilweise immer dauerhaft nur 4 Zerstörer auf einer, immer jede Runde, fast immer 4 Zerstörer. Es ist viel zu viel. Ich bin froh, wenn es mal 2 oder mal 3 ist. Also ich als Zerstörer, also es ist extrem, besonders du mit deinen Z39. Was willst du gegen zwei Gandidis machen? Ja, gar nichts. Ja, okay, nur Sashimi, er hat nur 2 Türme. Aber der Japaner, boah, da hast du schon arge Probleme. Heider ist auch ein Gandidi. Also da hast du echt arge Probleme. Das ist. Da geht nur fast nur eins, die Top Payos, aber mehr auch nicht. Ja. Oh, einer hat die Hat einer die Azuma gekauft. Ui. Ja, also. Es gibt viele Leute, muss ich auch schon leider sagen, die haben sich. Die haben hohen T9-Schiffe und ich sind meistens so ab Stufe 4, Stufe 5. Also, wenn ihr mal nur als so auf Object ja immer, wenn ihr Premium-Schiffe kaufen möchtet, kauft wirklich die Premium-Schiffe, wenn ihr auf dieser Stufe seid. Ihr bringt nichts, aber als Beispiel der Markt, also Heinz Peter ist Stufe 5 mit dem Schiff. Boah, ich möchte mal höher kommen, mal. Oh, sie, Primo, na. T9, ah, komm, kaufe ich mir gleich T9. Spielt T9 und er weiß nicht, wie die Leute auf T9 spielen, also mal in IT-Bereich spielen. Und der fährt da vorne, wird übelst weggeflext und ist am Rumkotzen. Wie gesagt, kauft wirklich Primo-Schiffe, wenn ihr persönlich auf dieser Stufe seid. Also, es bringt nichts, wenn ihr kauft auf Stufe IT ein und ich weiß noch nicht mal, wie auf IT-Bereich gespielt wird. Deswegen. Also ich finde die Tante echt übelst leise. Trotzdem mein Voice-Over komplett auf 100% ist. Also die ganze Idee ist auf der anderen Seite schon mal. Oh, das ist schon mal ganz gut. Ja. Mal gucken, dann nimmt die je... Nee. Die Jäger hat die komplett Tops verkackt. Okay, die Akatsuki wird lernen. Lol. Die Akatsuki hätte ich einen Top mitgenommen. Lol. Oh, ich hab bei mir eine Heider. Heider muss auch bei mir, Tytro. Ich hab mal meins schon aktiviert. Ja, unser Jäger ist tot.
Oder nee, seid ihr den tot, Alter. Stärksten Zerstörer in diesem Game, die Jäger mit Extremen mit den Torpedos. Und der wird einfach weggeflext. Autsch. Ja, das Problem ist, haben wir hier kein DD auf unserer Seite. Ist noch schlimmer. Die Nordstar-Schiene hat so extreme Erfahrung. Geilen Tarnwert. Was habe ich von der Reichweite von Torpedos? 10 Kilometer. Ich kann noch nicht mal die Torpedos noch nicht mal einsetzen. Also ich drehe hier irgendwie komplett ab. Aber die Heider kommt hier rüber. Was? Interessant, die Heider hat überhaupt ja, die Heider ist Nebel wieder drin. Ach, genau. Muss man jetzt auf einmal einnehmen. Ja, die Heider hat den Schneppnebel. Das ist ihr Vorteil. Oh ja. Also reinbrechen brauche ich mir mein T7-Schiff hier überhaupt nicht. Ich bin darauf gespottet, das ist ein bisschen nervig. Also ich hoffe, wenn er so weiterfährt, also wenn er dann Nebel drin bleibt und die Tops auch mitnimmt. Also das wäre echt cool. Naja, die tritt auch weg. Mal gucken. York steht instant. Mal gucken. Nicht getroffen. Eine Granate. Eine Granate hat nur getroffen. Ja, das ist die deutsche Genauigkeit. Da hat die deutsche Kartoffel wieder zugeschlagen. Ich muss mal vorstellen, ein stehendes Schiff von ja, 8 shit. Granaten. Warte, ich stehe doch hier. Hydro läuft. Also die. Ja, ach, das ist die neueste Chemie. Ja. Kannst du, Nebel kann ich gerade nicht. Okay. Also ich weiß nicht, ob ich das noch überleben darf. Ja, du meinst schon. Meine Sekundäre Rollrotz auch schon. Ja. Also, sonst habe ich noch eine Kita-Katze hier. Oh, ich darf noch überleben. Kann sogar. Ja, weil der tritt gerade komplett ab. Oh, einer haben wir weniger. Finde ich sehr schön, weil das ist ein sehr starker Zerstörer. Ja. Oh, die Peter ist bestimmt noch hinten. Ah, da ist sie Heider. Ich nehme einen scheiß Torp mit. Oh, der hat groß gefächert. Oh. Ja. Hoffentlich ist das nicht so dramatisch. Nö, ein Torpedotreffer. Ja, der hat so groß gefächert. Oh. Oh. Das war die Kira ist richtig low. Das ist korrekt, aber das Problem ist, wir sind nur Unterseite auf unserer Seite. Okay. Also hier rein in den ganzen Neuner brauche ich nicht reinbrohlen. Dafür ist mein Neuner Schiff nicht so stark genug. Siebener Schiff. Voll die Bucky noch. Da kommt da eine volle York habe ich nur einmal getroffen nur. Ach, so lästig. Die Wami kommt hier um die Ecke gejudelt. Ei.
Ja, so und so, ich komme nicht mal warum, ran. Warum pushst du jetzt da in so hardcore rein? Ich wollte eigentlich. Ich wollte eigentlich hier spawnen, aber dann nicht pushen. Du schmeißt dich gerade nicht komplett weg gerade. Also sowas nicht geplant. Brauchen ja, halt aber nicht drauf gehen. Ja, das ist wohl klar, wenn die alle von C rüberkommen, ist wohl klar, die hier vorne hinpushen. Du hast dich gerade nicht komplett gerade weggeschmissen. Aber dafür ist der Nebel ziemlich sehr praktisch. Wow, cool. Die war mir getroffen, nur zwei Overpants gedrückt. Na shit. Ah, jetzt kommen die Flieger, aber kacke. Tja, doch, jetzt macht der Neuner das gerade auch nicht besser als ich. Das ist jetzt auf Leute, die warme Schießerei. Echt jetzt? Komplett an, Alter. Na ja, okay, hier die Bukia Tütoren. Ja, die war. Ah, okay. Feuer! Ah, da kommen die schon mal so auch noch in die Ecke geschissen. Oh, interessant, die Wookie fährt einfach nicht vorwärts. Und jetzt auf einmal, ja. Ja, das ist viel zu viel für mich jetzt. Aber den ist hat er noch Top mitgenommen. Aber die bei A haben es auch nicht so richtig hinbekommen. Ne? Nee. Nee, leider nicht. Also, ich weiß nicht, was die auf die Seite gemacht haben. Also, ich habe gerade von meinem Leben habe ich nichts mehr gehabt. Ich wurde so schnell zusammengeschossen, das ist ja unnormal. Aber die war mir, der hat mit auf mich HE geschossen. Also, da packt man sich auch den Kopf. Warum schießt mir so ein Schiff mit HE? Aber so, besonders die Jäger. Der stärkste Zerstörer auf dieser Stufe und wurde instant wieder rausgeschossen. Also das will ich nie verstehen. Da hast du wirklich Zerstörer, die extrem stark sind und sind immer die ersten Toten immer. Da hast du wirklich Zerstörer, die richtig beschissene Tarnwerte haben, die leben am längsten wieder. What the hell? Ja, also wird auch nichts. Also ich melde uns hier die ganzen Vereine hier. Also die haben hier gefühlt hier nichts auf die Kette gekriegt. Okay, nice, es ist auch 7er, York ist auch, hat auch ein bisschen Pech erwischt. Aber sonst, unsere ganzen Mates hier, also die waren völlig Lappen. Also, muss man vorstellen, ich habe mir ein 7er Schiff hier knapp Millionen erspielt. Boah, Alter. Unser U-Boot hat noch nicht mal 100 Grund-RP, noch nicht mal. Da wurde in den Club gefühlt instant rausgeschossen. CV, der längst am überlebt. Ich bin der Einzige mit 1000 Grunderfahrung. Aua, aua, aua. Ich habe hier 120k Damage gemacht mit diesem Schiff. 3 Kills. Ich habe. Also hier gefühlt habe ich die gegnerische Truppe fast alleine platt gemacht. Ja.
Ja. So. Wir sagen, eine Runde fahren wir noch und dann, ich denke mal, das war es soweit alles, was man Schiff gesehen hat. Also das hat man gesehen, T9 ist wieder normale Watte. Ist ein bisschen schwierig auf T9 mit diesem Schiff zu performen. Alter, ich bin wie so ein Top-Tier-Gruppe. Alter, Krom hat noch nicht mal 500 Basis-EP und ich hatte 105. Handvoll Schiffe haben noch nicht mal 500 Grund-EP, nicht mal. Autsch. Lass mich mal gucken, von wem habe ich. Wie schnell. Heide hat mich beschossen. Iwami hat mich hauptsächlich mit HE geschossen. York. Die Schamaus hat die meisten Damage bei mir gedrückt. Also die meisten Schaden kamen persönlich wirklich hauptsächlich von HE. Also die Schamaus hat mir 14 Kugeln hier, ich glaube nur fast 10k gedrückt. Aua. Und ich habe auch was Millionen gespielt. Autsch, tut das weh, wenn man das sieht. Eieieiei. War ja was. Also spiel lieber wechsel lieber die Schiffsklasse. Also du spielst teilweise zu aggressiv mit deinen Zerstörer. Aber ich glaube, in dem Punkt sind wir irgendwie nicht richtig einig. Wir sind irgendwie da irgendwie so gespalten. Ich sag nein oder du sagst ja. Mit was denn? Zu aggressiv spielen, aber ich bin der anderen Meinung. Du hast ein bisschen zu extrem. Okay, du wolltest den Zerstörer wegnehmen, aber ist ja klar, das gegnerische Team hier rüberkommt. Deswegen. Das war schon richtig, aber ich habe nicht so vorhergesehen, dass ich so reinfahre. Ich hatte jetzt irgendwie auch so nicht so richtig einen tolle Winkel da. Ich hätte nur Stealth torfen können, aber mehr auch nicht. Einfach nur Topf schmeißen, ja. Aber wäre dann besser gewesen. Und dann irgendwie da zurück zum Team. Jetzt würde man so nur Kreise machen. Und wie hohe Reichweite hast du mit Z39? Ich glaube, mit Torpedos war nicht viel, oder? Immerst du mit 8,5, ja. Oder? Vielleicht so 8 oder 9 Kilometer. Höchstens da schmeißen können, dann sofort wieder zum Team zurückfahren. Oder war irgendwie jetzt kacke, was ich mir da zusammengespielt habe. Naja, aber wir mal gucken. Wir sind wieder laut hier. Aber diesmal nur drei Zerstörer nur. Den Rest sind Kreuzer. Schlachtschiff, okay. Die haben Schlachtschiff mäßig zweimal Pommern. Okay. Erstmal abfahren. Mhm. Ja, komm, wir fahren Richtung C-Truppe. Oh, ich war da gerade auch bei C. Ja. Was macht denn das Karriere denn da? Ist wieder nicht aktiv hier. Ja, ich glaube, es kann sein, hier hängt nur noch ein Ladebildschirm. Deswegen, also Nahrung für nach 5 Minuten soll er sich doch mal bewegen können. Also ist sehr übersichtlich. Z31 ist so Multi-T. Das Problem, du willst auch mal andere Schiffe spielen, ja, auch mal andere Zweig durchballern. Aber du weißt, der Zweig ist scheiße. Also. Einfach mal gucken. Ich hab noch einige Schiffe, die ich haben will, aber irgendwie. Ich komme nicht richtig dazu zu leveln. Ja. Ja, also. Teil. Liegt zum Teil auch an Events. Ja. Deswegen. Ja, unsere nette europäische Kreuzer-DD
Hat instant Radar gezündet und keiner weiß genau, wo der Zerstörer sitzt. Cool. Alter, hat er den Radarkreis nicht aktiv? Also der hat gerade sein Radar komplett sinnvoll weggeschmissen gerade. Mhm. Oh, Alter. Ja, und so wissen wir gar nicht, welcher Zerstörer da ist. Ja, Kagiros ist jetzt aktiv. Wir haben die Jambat hier bei uns. Ja, super. Oh, also Jäger schon mal nicht. Das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, eins von den Benson oder Z31. Jambi steht, okay. Oh, das ist ein Ziel. Komm, Angie sagt. 4 verdammte Overpants. Ja, nee, ist klar. Du schießt schon Schiffe Breitseite. Wir haben da die 31er. Ich habe eben da die kurz die Gorizia gesehen. Ja. Muss man vorstellen, Kreuze fahren Breitseite. Ich habe gerade schön Breitseite Schiff drauf geholzt. Und was passiert? Nix. Ah, wir haben die Benson hier auch noch. Boah, eine Benson auch noch. Ja. Also die Z31 ist eigentlich nicht so gefährlich wie die Benson. Der steht auch, okay. Was gefährlicher ist, finde ich persönlich, ist die Jambi. Schön, Pommern, der nimmt schön Tops mit. Und Pommern tot. Alter, Pommern, du bist der Held des Tages. Voll, da hätte ich die komplette Pommern von den Benzentops mitgenommen. Ah, guck mal, die Pommes ist beinahe nach vorne geprescht. Was ist das für eine Runde? Ich habe auch nicht einmal Schaden gemacht. Ja, unser Team ist gerade auch nicht gerade in der Oberkunde hier. Der weiß zwar, was er tut, der beacht genau an die Insel. Schön Zinker gedrückt. Aber. Ja, unser halbes Team ist schon wieder pulverisiert worden. Wie um die Ecke gefahren.
Ja, und tot, war klar. Also ich weiß nicht, was hier gemacht hat. Also ging. Also der normale Schiffer hat auch übelst Probleme gegen Haitier-Schiffe. Aber hat man gesehen. Gegen T9-Schiffe hast du ja. Okay, hier war es wirklich so. Ich wurde hauptsächlich von Kreuz zusammengeschossen, aber ich hatte zum Schluss auch keine Backup mehr gehabt. Unsere Neuner wurden hier wieder komplett weggeschmissen, schon wieder. Also ich weiß nicht, warum die Pommern übelst nach vorne gepusht ist. Also. Okay, wir gegen 9er Schiffe, okay. Kann ja 7er Schiffe und so Teams kann ja noch halbwegs noch verstehen. Aber Kagero, der geilste Zerstörer auf dieser Stufe. Und hat sich wieder komplett weggeschmissen. Also wir haben jetzt 3 Runden hintereinander gehabt. Also der Heinrich ist nicht schlecht. Also der Heinrich ist nicht schlecht. Haben wir gesehen, aber wenn du richtig scheiß Team hast. Also die erste Runde habe ich extrem gut gepommert. Also ab High Tier fangen das schon langsam an, das Ding etwas am Schwächen ist schon. Die Panzerung ist ziemlich sehr weich. Haben wir gesehen, der Jim B hat ja gesehen, aha, der fährt Breitzeit, ich fahre nach vorne und weg bin ich. Also der hat genau gesehen, ich hatte keinen Backup mehr gehabt. Deswegen. Also ist eigentlich traurig. Wir gucken uns hier. Also ich gehe aus der Runde raus. Also. Wir haben jetzt alles gesehen, was wir sehen konnten. Ist schade, leider keinen Sieg rausgeholt haben. Ist ein bisschen kacke, bis echt kacke. Aber also den Heinrich ist wirklich kein schlechtes Schiff. Also auf Tier 7 performt das Ding echt extrem gut. Also da hat man gesehen, wenn die eine Runde haben, die erste Runde, was ich habe 120k gemacht. Also da hat man gesehen, was das Schiff kann. Langsam Richtung High-Tier-Bereich, da fängt das Ding echt langsam an zu schwächeln. Deswegen. Panzersmäßig, wir haben hier 25, okay, Deck haben wir, Mitte haben wir 50 und da hier hinten, aber ist es ein Schlachtkreuzer. Panzersmäßig, wir haben hier 270, also Kreuzer haben, Kreuzer mit geringer Peng machen die schon kaum Damage, die müssen mehr Richtung mehr aufbauen. Hier, dem Bereich, haben wir nur 50, da kann jeder da raufholzen, aber hier unten wird schon schwieriger. Also jeder Schlachtschiff über 300 mm kann mich hier rauschen. Die Jambi hat mir, was ich ja über Hälfte noch habe, einfach komplett weggelöscht einfach. Deswegen. Ist ein bisschen schade. Wie gesagt, so ist mein Kapitän geskillt. Wie gesagt, ist ein bisschen traurig, wie leider kein Sieg geholt haben. 3 Niederlagen hintereinander mit diesem Schiff. Aber kann man dazu nicht sagen. Wenn das Team einfach hört sich wirklich nur an, wenn es wirklich nur scheiße ist, also verlierst du automatisch auch. Wenn du siehst, 3 oder 4 Leute schon gleich in 3 Minuten oder 4 Minuten schon tot, also du weißt auch schon, die Runde ist schon gelaufen schon. Deswegen. Naja, das war erstmal von dem Pi Heinrich. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Also ich hoffe, mit den Schächer wird es etwas angenehmer. Da spielen wir auf Tier 8 Schiffe. Wir sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend, noch bis nächstes Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. さあ、みんな一緒に張り切っていこう!
撃沈を確認。さすが指揮官君。アイゼン君、やっちゃった。